nochmal schnell vor Ostern ein, zwei windschnittige Trades machen, ein bisschen was mitnehmen aus dem Markt. Das ist vielleicht eine Aufgabe, die sich viele vor den Osterfeiertagen nochmal gestellt haben. Morgen ist Karfreitag, da ist der Markt traditionell zu. Dementsprechend ein langes Osterwochenende, auch wenn in Amerika Ostermontag kein Thema ist, aber zumindest mal ein bisschen verlängert. Dementsprechend daran denken. Gegebenenfalls für gerade kürzerfristige Positionen die Überlegung nicht unbedingt übers Wochenende offen zu lassen, zumal wir genügend Situationen weltweit im Moment haben, die auch am Wochenende eventuell einen gewissen Einfluss auf den einen oder anderen Markt haben können. Aber wie sieht es aktuell aus? Wie sieht es beim DAX aus? Ich persönlich würde um diese Uhrzeit nicht mehr wirklich was beim DAX machen, denn zwar läuft der natürlich noch viele Stunden auch in den amerikanischen Handel abends hinein, aber machen wir uns nichts vor, das ist dann Amerika getrieben, deshalb eher da der Blick. Aktuell muss man sagen, dass der Anstieg, den wir hier so in den letzten vielen Stunden hatten, dann doch eher die Chance hat, hier korrektiv, das ist eigentlich der falsche Knopf gewesen, den ich eigentlich gar nicht drücken wollte, ohne Spitze sieht das so aus. Dieses Niveau wird nochmal spannend werden, wenn das durchstoßen würde nach unten, wäre da erstmal mehr nach oben offen. Aber wir bleiben mal im kürzerfristigen Bereich hier im DAX, hier FDAX. Da sehen wir schon, dass der Schwung nach oben nachgelassen hat in Trendrichtung. Der Trend ist ganz klar nach oben, auch hier von diesem Tief ausgehend, ganz klar eine Aufwärtsbewegung. Aber innerhalb dieser Aufwärtsbewegung ist das etwas, was eigentlich korrektiv aussieht mit den vielen Gegenbewegungen, die auch noch überschneidend sind. Und das ist etwas, was sehr häufig ein Ende der Trendrichtung mit sich bringt. Das ist nicht zwingend so, aber das ist sehr häufig so. Stichwort wäre sowas wie ein Ending Diagonal. Ob das jetzt hier direkt so zu messen ist, mal dahingestellt. Das ist aber kein Zeichen, dass Long wirklich die tollste Richtung ist, die man sich vorstellen kann. Also erste Anzeichen, dass der Markt vielleicht nochmal in die Ermüdung geht, vielleicht die letzten Stunden der Woche nochmal in die Abwärtsrichtung läuft. Dazu wäre interessant zu sehen, ob es nach einer starken Abwärtsbewegung, die hat ja hier schon mal andeutungsweise angefangen, kann aber auch sein, dass er nochmal einmal höher geht, aber wenn eine starke Abwärtsbewegung ist und es dann eben auch nur noch wackelig hochkommt, dann gibt es vielleicht nochmal so eine Chance für einen Zwischenshort, so ähnlich wie wir es hier haben, wenn wir sowas haben, dann so eine A, B, C, dann sehr gerne das, was wir vorne haben, da hinten nochmal in etwa, also sowas wäre vielleicht für den kurzfristig orientierten Nachmittags- oder Frühabendhändler nochmal ein Thema, was beim DAX nochmal spannend wird. Wie sieht es bei den amerikanischen Indizes aus aktuell? Da haben wir eine ähnliche Situation, was so den letzten Schwung angeht. Da sind es eher nach unten. Insgesamt allerdings noch eine Aufwärtsbewegung. Man hat so ein bisschen den Eindruck, wenn man sich das mal anguckt, von diesen Tiefpunkten, den wir hier haben. Das ist, für die, die es nicht sehen können, machen wir es mal einmal in groß, von diesem Tiefpunkt, das war am 12. April in den Abendstunden, ist es ja hochgegangen, wackelig runter, leider ein bisschen tief für meinen Geschmack. Also da wäre ich jetzt nicht mehr gerne reingegangen, weil es häufig vom CRV nicht mehr das Thema ist. Wenn dann eher etwas, was wir hier haben auf der Ebene, aber darüber haben wir schon gesprochen. Aber nach der ersten Bewegung, der Pause hier, nächste Bewegung, der voraussichtlichen Pause hier und jetzt dieser Bewegung, haben wir etwas, was wir eigentlich sagen könnten, eigentlich ist das so ein Fünffäller, wie man sich das vorstellt. Und dann wäre mindestens mal so ein Rücksetzer bis in diesen Bereich. Ich mache es nochmal schön, damit man das vielleicht besser erkennen kann. Wir messen vom Ausgangspunkt, vom tiefsten Punkt hier der Bewegung. Das war, wie gesagt, am 12. in den Abendstunden und wir messen bis zum heutigen Hoch, was wir zur Börseneröffnung in etwa hatten. Und wir erinnern uns, dann ist zumindest mal ein Mindestausmaß, dass wir hier hinkommen. Und wer jetzt sagt, na, hier sind wir ja schon fast, ja, aber das ist, auch wenn man hier sagen kann, wieso, es ist doch dreiwellig. Jawohl, ist es, aber diese Dauer, diese paar Minuten an Korrektur sind zu kurz, um eigentlich eine vollständige Korrektur dieser Richtung zu sein. Das heißt, ich sehe eigentlich eine ganz gute Chance, dass diese Korrektur, wenn sie dann tatsächlich sich so weiterentwickelt, eben etwas später erst noch passiert, in diesen Bereich rein. Also vielleicht, ich mache jetzt mal irgendwie so ein Angebot, irgendwie so aussehen wird. Ihr seht schon, ich rechne eigentlich eher mit der Abwärtsseite. Und das auch deshalb, weil immerhin die Aufwärtsseite, die wir im Moment haben, mit einem Tief, was hier ist, ja auch wieder überschneidend ist mit dem, was wir da so haben. Das heißt auch hier, das ist etwas, was nicht mehr klassisch ist im Sinne von, jetzt wird gekauft, es kann nur nach oben gehen. Das ist eher etwas, was dafür spricht, ja komm, jetzt lass uns mal eine Pause machen, gönn uns doch auch mal. Wir haben doch jetzt uns schon angestrengt nach diesen Tiefs hier, 33, na eigentlich 34.000 hier.
bis immerhin 34.800 in etwa. Das ist ja schon mal eine Hausnummer in ganz kurzer Zeit. Dann ist eine Pause in diesem Bereich gar nicht so untypisch. Wie gesagt, gerne auch mal über den Umweg mal wieder zwischendurch noch mal ein bisschen nach oben zu gehen. Je wackeliger der nach oben geht, desto realistischer ist, dass Brüche auf der Unterseite eben da noch mal hinführen. Das wäre sehr typisch. Manch einer würde argumentieren, klar, vor Ostern gibt es noch mal Gewinnmitnahmen. Wer will schon gerne das Risiko halten über die Zeit? Ist tatsächlich ein Argument. Und wir werden sehen, ob sich das bewahrheitet, aber wir sehen ebenfalls hier im kürzerfristigen beim S&P 500, der allerdings ein bisschen anders aussieht. Denn wenn wir uns das mal hier anschauen, ich hatte doch eben so einen Fünffäller, dann hatten wir dieses hier, das war die erste hoch, das war hier, 12. abends. Dann hier wackelig runter, dann ging es hier nochmal hoch. Und der hier ist jetzt auch tiefer als der, das sieht eher wie ein Dreiweller aus. Das ist eher ein Zeichen, dass dieses Szenario nicht mehr so typisch ist. Also im Maße hier, ach komm, das wird ein Fünffäller nach oben. Dafür ist der zu niedrig. Kursüberschneidungen sind immer ein nicht so tolles Zeichen für die Richtung. Klar, wenn er jetzt in den nächsten Stunden Schub hoch, wackelig runter, dann kann man sagen, was interessiert mich dieses Bild? Ich trade dieses Bild. Schub, wackelig, Schub. Das kann man ja machen, auf kleinerer Ebene. Ich hatte es eben mal eingezeichnet, ich glaube beim DAX war es sogar, da gab es, habe ich das gezeichnet? Ich weiß es nicht genau. Also wenn ihr sowas hier habt, dass ihr sagt, eine ganz klare Schubbewegung, eine A, B, C, dann ist das, was wir vorne haben, hier hinten nochmal, auf kleinerer Ebene, warum nicht? Kann man ja immer wieder mit einpflegen lassen. Liebe Intraday-Trader, da findet ihr mit Sicherheit was. Aber ihr müsst damit rechnen, dass das mit diesen Kursüberschneidungen jetzt eher etwas ist, was uns vielleicht hierhin eben bringt, sprich diese Bewegung irgendwie was wackelig hier und dann möglicherweise sogar das mit Chancen, weil das ja korrektiv ist, dass es sogar noch neuere Tiefs dann hier eben gibt, die halte ich für nicht so schlecht. Ob das, wie gesagt, in der vollen Ausprägung jetzt vor Ostern noch der Fall sein wird, das weiß ich natürlich auch nicht. Allerdings müssen wir damit rechnen, denn diese Kiste, die ich hier hinten gemalt habe im 4-Stunden-Chart, die gilt natürlich jetzt immer noch. Theoretisch könnte man sie einfach ein bisschen verschieben, denn wir wissen, rückwirkend wird es wohl nicht mehr sein können. Also das wäre immer noch ein Thema, dass der Kurs vielleicht sogar noch mal ein bisschen tiefer geht, aber zumindest mal so auf die halben Strecken hier, nämlich quasi das, was ihr hier vorne habt, da hinten dann nochmal und dann sind wir ungefähr hier. Das wissen wir ja noch nicht, weil wir den Punkt nicht haben, aber lasst es mal so 4.400 in etwas sein. Das würde mich da ehrlich gesagt nicht wundern. Nasdaq muss man eigentlich gar nicht gesondert nochmal wieder aufzählen. Das Bild ist nach wie vor, wir hatten es ja mehrfach jetzt schon beschrieben, dass wir hier sehr starke Abwärtsbewegungen hatten. Vielleicht hier schon die Gegenbewegung, jetzt nochmal die Fortsetzung. Würde mich nicht mal wundern, wenn das passiert. Zumindest gibt es aktuell für die Intraday-Händler nichts auf der Long-Seite, dass man sagen kann, boah, ich hatte mir immer schon mal gewünscht, hier long zu sein. Das macht nach so einer Bewegung keinen Sinn. Hätte man nicht hier vielleicht einen Long machen können? Ja, unter Umständen schon. Und dann seht ihr, ah, guck mal, siehst du, da wäre vielleicht sogar, wenn man hier long gegangen wäre, schon Minus-Trade. Ja, aber das Risiko war dann dieser Unterschiedsbetrag bei einer Chance, irgendwo sich nach oben davor zu setzen. Da das nicht die erste Korrektur war, wir hatten ja hier schon, sind die Ziele begrenzt. Deshalb, ich handle ungern, wenn das die vierten Wellen sind. Das muss ich vielleicht nochmal kurz erklären für die weniger aktiven, was das angeht. Erste Welle, klar, ist der erste Tief. Also muss es wohl die erste sein, das ist die zweite. Dann ist das wohl die dritte. Dann haben wir hier wahrscheinlich die vierte. Kein Thema. Aber selbst wenn wir dann hier long gehen, rechnen wir nur noch mit der fünften. Das heißt, die ist zielmäßig begrenzt. Das muss man dann nicht unbedingt. Ich handle ungern die fünften. Wenn ich gerne long gehe, dann gehe ich nicht gerne hier long, um die fünfte zu handeln, die ja nicht mehr so viel Ziel hat, außer bis dahin. Dann geht das vom CRV nämlich nicht mehr, sondern dann nur, wenn ich sage, die fünfte sieht so aus und ich handle dann die dritte der fünften. Also wieder eine interne Struktur dieser Geschichte. Ist vielleicht für den einen oder anderen jetzt zu komplex, macht aber nichts. Es geht ja nur um den Tenor jetzt der Geschichte und das wäre eine Fortsetzung gewesen, wenn überhaupt. Aber da muss man nicht drauf rumreiten auf dem Trade. Spätestens, wenn er da durchgeht oder 78er Marke, ist die Geschichte eh gelutscht. Das heißt, das bietet sich dann in dem Fall auch nicht mehr an, das Ganze zu machen. Im Gegenteil, jetzt sind wir scharf nach unten und jedwede Wackeligkeit nach oben würde ich sehr gerne nutzen, mich triggern zu lassen nach unten. Denkt immer dran, dreiwellig ist cool, denn dreiwellig ist korrektiv, aber dreiwellig ist es erst, wenn er das triggert.
An der Stelle ist es noch nicht dreiwellig, denn wenn er dann weitergeht, ist es ja nicht dreiwellig, sondern möglicherweise wird es dann ja noch fünfwellig, sowas in der Art und Weise. Aber wenn es eben hier eine Korrektur gibt, beispielsweise sowas, wäre das der Trigger für nochmal eine Fortsetzung, dann wäre das ebenfalls nur ein Dreiweller und dann hätten wir quasi den perfekten Startschuss eben für nochmal weiter nach unten und dann fällt mir natürlich diese Zone von da oben nochmal ein, die wir hier eingezeichnet haben. Also aktuell sagen die Aktienmärkte nicht unbedingt, geh auf die Kaufseite, denkt dran, Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende nicht so untypisch, denkt aber auch dran, was interessiert mich das Geschwätz von gestern, interessant ist es, wackelt er hoch, weiterhin Shorts, geht er in den nächsten Stunden, warum auch immer, mit einem Schub nach oben und ABC nach unten, wäre ich mindestens ein Zwischenbulle und nehme da mal ein Stückchen auf der Oberseite weg, mit einfach nach Dynamik, Korrektur, folgt nochmal eine Dynamik, das Ding einfach nochmal mitzunehmen, finde ich klasse. Ähnlich sieht das vielleicht sogar aus bei Rohöl, das werde ich mir aber am Wochenende angucken, das könnt ihr dann entsprechend euch natürlich ebenfalls dann nochmal anschauen und zu Gemüte führen, ob das vielleicht was für die nächste Woche ist. Für heute wird da wahrscheinlich nicht mehr großartig was passieren, deshalb lassen wir es bei diesen Titeln. Da wir uns in dieser Woche nicht mehr hören, wünsche ich euch ein frohes und ein gesundes, ein friedvolles Weihnachtsfest, wollte ich schon sagen, Osterfest. Ich hoffe, dass ihr ein paar gute Tage da erleben könnt. Idealerweise mit ein bisschen Entspannung oder aber vielleicht schon Vorbereitung für die nächsten Trades in der nächsten Woche. Da sehen wir uns wieder. In meinem Namen und natürlich auch im Namen von finanzmarktwelt.de euch ein frohes Osterfest. Ganz liebe Grüße und bis nächsten Dienstag.